So, meine lieben Freunde, heute geht's wieder weiter. Beim Sowjetsoldaten, der jetzt seinen Marathonmann Dynamit-Fan. Habe ich schon freigeschalten. Ich habe eine Stunde darum hergespielt, 40 Leute abgeschossen. Also, wir hoffen jetzt auf ein zweites neues Spielchen. So, da ich ja jetzt 10.000 Credits plus gemacht habe, wie ihr beim letzten gesehen habt, kommt jetzt erstmal alles, damit ihr alles sehen könnt. Ich kann jetzt hier die Granaten neu holen. So, ich muss Munition, glaube ich, nachholen. Ja, kostet alles Credits. Ja, und mit 10.000 da kann ich jetzt mir gerade mal, ja, ich wollte mir ja eigentlich die Schippe kaufen, aber dann kann ich mir die Granaten nicht leisten. Das heißt, ich muss die Granaten kaufen. Und dann sind meine 10.000 Credits, die ich gerade hatte, auch schon wieder weg. So, die Frage ist, was hau ich mir rein? Den Granatier oder den Dynamit-Fan? Und da ich gerne eine Granate mehr werfen möchte, hau ich mir erst den Dynamit-Fan rein und dann geht das los, ne? Ab geht's. Wir nehmen wieder die gleichen drei Standard-Maps. Könnte mal einen Vorschlag machen, ob ich nochmal eine andere Map spielen will. Skirmish ist immer so. Ich weiß nicht, ich könnte auch mal am Flugplatz spielen, aber mit dem SVT-40, ich weiß nicht, auf der Entfernung ist es nicht so günstig. Nie mal irgendwas im Bereich von 150 Metern, 200 Meter ist dann schon viel für so ein Gewehr. Wenn ich nachher die Mosin habe, würde ich ja dann auch noch bei Gelegenheit kaufen, aber das muss ich ja alles gerade, alles selber finanzieren, ohne irgendwelche Boosts oder so. Also jetzt hier zwecks mal Krieg spielen und 50 EP mehr Erfahrung haben und da ist ja dann das auch noch, wie gesagt, mit der Spielweise ein bisschen anders. Da will ich ja dann unbedingt gewinnen. Ich will ja eigentlich immer gewinnen, das ist immer das Problem bei mir. Und dann, wenn ich mir dann selber so einen Maßstab setze, man will sich ja dann selber auch immer noch versuchen zu toppen, dann ist das gar nicht so einfach. Ja. So. Roland spielt ja nur gegen Noobs. Die deutsche Nationalmannschaft auch und kriegt nur aufs Maul. Ja. So ist das. Jetzt warten wir mal, wie es jetzt aussieht als Sowjet. Ansonsten schauen wir mal. Haben sehr wenig Geduld. Und los geht's. Läuft das Spiel schon? Ja, das sieht so aus. Naja, zum Mut. Spielen wir auch zwei Spiele. Kennt nix. Also, Level 2 haben wir gleich erreicht. Da gehe ich mal ganz stark von aus. Aber wie gesagt, wir machen das ja, ne? Jedes Spiel wird genommen, was jetzt rankommt. Und ja, das sieht gut aus. So, ich kann hier wie gesagt durchwechseln, aber ich habe sogar einen Werkflieger, ich bin ja nicht so. So, gehe ich jetzt auf die auf die C-Line oder auf die D-Line? Da müssen wir erstmal gucken, wo die Leute verteilt sind, rechts unten. Aus und da ich ja kein Fahrzeug habe, wird sehr amüsant. Auf geht's. Ping ist okay, akzeptabel. Hallöchen. So, momentan haben wir keine Credits, also erstmal gucken, wie der Gegner spielt. Da steht ein Panzer vor der Tür, warum geht da keiner rein? Zufällig ihre Mosin leveln. Keiner muss die PPSA leveln. Jo, ob ich jetzt Glück habe oder nicht, sehen wir gleich, wenn ich hier drüben ankomme. Der Held des Alltags wieder im Wasser. Vielleicht. Ich muss nämlich die Thalamin kaufen. Weglaufen! Weglauf, Virus!
Weglauf, Heroes! Da sind wir spitze im Weglaufen! Gleich erstmal bewaffnet. Jawohl. Eine MP40 mit dem russischen Namen. Alles klar. Der Russe spielt Deutsch und der Deutsche spielt Russe. Frei nach dem Motto, der andere will mal verlieren und der andere will mal gewinnen. Ach, scheiße, ich hab nichts mehr. Das war zu erwarten. P08, die Luger. So, gehen wir jetzt auf die Zähler? Ich weiß nicht. Das Blöde ist, ich kann momentan mit diesen Waffen nicht flankieren. Das ist einfach schlicht unmöglich. Ich habe keinen Kübel, also daher... Ich will noch mit! Du wärst jetzt auch ein Zunetter gewesen, wenn du jetzt noch umgedreht hättest. Laufe, Heroes! Uns jetzt hier mit dem Zivillaster an. Alles klar, viel Spaß. Ich habe auch überhaupt kein Problem. Die Deutschen, die können ja den Zivillaster nicht mit One-Shot wegholen. Das ist ja das Gute an der ganzen Sache. Nein, die drei sehen mal recht nicht aus. Aber der Chef kann den ganzen Kübel beim One-Shot. Ach ja, die Deutschen sind immer One-Shot Opfer. Ich wollte doch eine Panzerscheibe mitnehmen. Ah, da steht ein Panzer, da kommen wir nicht dran. Panzer 2, Panzer 2. Wisst ihr, wie ich das hasse? Wenn man keine Panzerabwehrwaffen mit dabei hat. Ihr habt gar keine Ahnung. Wenn jetzt links kein Scharfschütze liegt, dann kommen wir auch in C3 an. Hüpp. Es ist einer, aber um den kümmern wir uns jetzt nicht. Oh, steht da in der Ecke in der Drecksack. Ich hätte eine Granate werfen sollen. Ich hatte sie schon gezogen. Nein, wir haben keine Tonprobleme. Ach, verdammt. Hat ja auch nicht einer mal ein Fahrzeug. Wie sieht's denn das aus? Hier alles Anfänger hier im Spiel. Alles Amateure. Wie im realen Leben. Die Russen, die haben nichts. Die haben heute gar nichts. Hier, R43. Ich hätte gern eins. Aber ein voll modifiziertes. Ich kriege keins. Ein DT-7. Ich habe nicht mal einen Verstellschlüssel, um die Panzer hier zu reparieren. Auch ich fühle mich so traurig. Panzerdeckung gibt. Man wenigstens so tun, als wenn man ein Team spielt. Ich kann dann eben den Punkt schon ein. Ich bräuchte zwar die Punkte, aber ja. Warum soll er jetzt sterben, nur weil ich jetzt ein paar Punkte brauche? Dann habe ich den Panzer nachher gegen mich. Deswegen immer an den anderen denken, auch wenn man die vielleicht nicht leiden macht. Alles egal. Der gehört zum Team und der wird auch geheilt, beziehungsweise gerettet. Jawohl, schön, BT-7.
Einmal. Einmal probieren was. Komm runter. Ach, leck mich doch. Man versucht es immer wieder. Ich habe es einmal geschafft, aber dann war auch schon ziemlich tief. Muss wirklich den ziemlich weit runter. Ah, ja! Nicht gegen mich. Granatenwerfer-Heroes. Scheiße! Was für ein Idiot! Ei. Oh, da waren die Helden des Alltags wieder. Mann, der war top. Ja, doch, der war schön. Ja, da war Mr. Perfect. Aber sowas von. Eieiei. Halt, ich steig bei ihm mit ein. Ich will doch bei ihm mitfahren. Nehme ich mit! Keine Diskriminierung, ich hab dich letztens erschossen. Fahr! Ich opfer mich auch. Jawohl. Und da sitzen sie. Die drei von der Tankstelle. Ichiban Corbin. Motorrad vorne weg. Oh, da kommt die Messerschmitt. Oh. So, rinn ins Klopphäuschen. Rinn da! Scheiße, ich kam nicht mehr dazu, eine Handgranate zu zücken. Ich brauch ganz dringend ein Auto. Nein, ich komm da nicht mehr rauf. Nein, ich komm da nicht mehr rauf. Nein, 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 nein. Na komm, dann stürmen wir zum 1. Einfach nur so, weil wir es können. Vorwärts, pushen, raschen, stürmen. Und der Scharfschütze hat das Gebäude gekippt. Ich kriege einen zu viel. Hallo. Bon, schieß ein Panzer. Ah, schieß noch ein Panzer. Das ist unverschämt. Jawohl. Und da unten wird auch hingehalten. Da steht ja noch ein Panzer. Neben dem Panzer steht noch ein Panzer, um den Panzer zu decken. Ich sag euch, wenn ich hier eine Panzerabwehrwaffe hab, dann seid ihr so dermaßen am Arsch. Das glaubt ihr gar nicht. Da fährt wer mit dem Fahrrad los, habt ihr ihn alle gesehen. Und dem schieße ich jetzt gnadenlos in den Rücken, wenn ich kann. Ah, da ist er. Schwanke nicht so. Zurückschießt. So, vorwärts. Was war der denn? Wegfahr-Heroes? Jawohl, mit einem einzigen Schuss. Es ist ja so lächerlich. Mit der Pistole peng tot. Natürlich. Alles klar, Keule. Er fährt dahin zum Campen und jetzt hat er kein. Jetzt will er mit meinem Fabrikstandardgewehr da die Leute wegsnipern, sagt er. Na, da bin ich aber mal gespannt. Da gucke ich jetzt aber auf die Killcam. Da bin ich jetzt aber mal ganz gespannt drauf. Ja, greifen wir jetzt an oder nicht? Wie kommen wir da dann jetzt am besten hin? Das ist immer das Problem. Ich hab nämlich nichts und wer nichts hat, der hat nichts. Oh, scheiße. Springe hier raus.
geschlossen, Rückzug. Rot angeschlagen, dann kann ich nichts reißen. Lebe bis zum First Aid zu kommen, ist die zweite Frage. Steht ein Panzer? Ja, der war leer. Schwenker. So. Alles bereit machen für den finalen Rettungsstoß. Scheiße, jetzt komme ich hier nicht rein. Und wenigstens mal drin gewesen sein! Jawoll, Kopfschuss! Es ist wieder so lächerlich! Kopfschuss! Er war nicht mal zu sehen und kommt kurz um die Ecke, Kopfschuss. Es ist schon wieder geil, wie du hier die Kopfschüsse fängst. Es ist ja unfassbar. Die Leute müssen ja den ganzen Tag nichts anderes machen hier in diesem Spiel. Das ist ja unglaublich. Einfach mal ganz kurz gesprayt, Kopfschuss. So, da unten sprung einer im Wasser. Klappen kann. Jawohl, den Wehrlosen erschossen an der Leiter. Das kann er! Ja, da ist ein Held drin. Ah, Wehrloser erschießen. Ja. Haben wir wieder einen erwischt. Laufe, Heroes. Warten. Keine Granate, er hat eine MP40. Ein bisschen ärgern können wir ihn. Na los! Komm, du alter Schmarotzer. Na, machen wir wieder einen auf Camper. Da ist nicht der Camp. Jawohl, One-Shot-Karabiner. Einfach mal kurz gegengehalten und getroffen. Es ist so lächerlich, ehrlich. Da kriegst du nichts mit eingenommen. Gar nichts. Ich hätte mir die Tellerminen kaufen sollen und nicht die Granaten. Ja, dann warten wir mal, bis C2 gekappt ist. Sonst bauen wir doch damit ein. Wenn ins Geschehen. Maschinenpistole MP40 aufgenommen und weiter geht's. Und alle haben kein Fahrzeug. Sehr schön, dann nehme ich eins. Schön, dass wir uns dort einig sind. Schießt ihr mal? Wäre mal ganz nett. Jawohl, und wieder Kopfschuss. Es ist so lächerlich. Ich sehe ihn nicht mal und er schießt einfach nur kurz in die Richtung. Kopfschuss. Jawohl. Trefferquote heute wieder ein Kopfschuss. Wann wurde ich jetzt nicht mit dem Kopfschuss erschossen? SVT-40, natürlich kein Kopfschuss. Der war ganz klar ein Kopfschuss. Ganz sicher, 100%. Und natürlich krieg ich keinen Kopfschuss gewertet.
Was denn hier? Der Held vom Erdbeerfeld. Jetzt stehen hier 10.000 Motorräder drin. Warum fährt keiner vor? Was ist denn das hier für eine Camper-Veranstaltung? Falls sich einer fragt, ich habe schon mal eine Strichliste geführt, ne? Wie viele Kopfschüsse ich kassiere und wie viele verteile. Ich habe ganz, ganz locker mit einer 4:1 Mehrheit verloren. Also es war schon ein bisschen lächerlich. Jawohl, und Kopfschuss. Nee, doch nicht. War nicht kein Kopfschuss. Komischerweise. So. Nein, er stellt sich genau auf die Handgranaten. Lass mich raten, die Snipern jetzt irgendwo da rechts. Der rennt um den Baum rum, zwei Granaten geworfen und legt sich dann hin. Und dann wird... Wie kann man bitte so... anfangen, an allen Granaten vorbeispringen und sich dann hinlegen. Das ist schon wieder so eine Sache, da wo man sich fragt, jawohl, so dumm kann man nicht sein. So, jetzt hab ich mal Glück. Irgendwann muss ich auch mal Glück haben. So, und vorwärts. Gold ist ja wohl auch nicht so gut, da ist nicht viel zu machen. Du bist mit One-Shot einen Schuss weg. Da kannst du dich mit gewinnen. Kleines Glück. Jawoll. Und schon, wenn er runter eine MP40 in der Hand hat, ist die ganze Sache eine ganz andere. Ach, er kommt wieder von der anderen Seite rein. War mir klar. Hätte ich dran denken können, aber... Ich glaube ja immer daran, dass einer nachrückt. Deswegen verteidigt man ja grundsätzlich immer die Richtung, der Feind am nächsten ist. Roland glaubt ja immer grundsätzlich daran, aber es war eine falsche Entscheidung. Übrigens, ich könnte auch mal so Videospieltag-Analyse machen, woran man dann so, wenn man, man kann nämlich immer sehr viel durchzuschauen lernen. So. Jetzt sind sie alle auf der Line, jetzt muss ich wieder damit angreifen und vorwärts, vorwärts. Also könnte ich mal, ich kann mir auch von anderen Leuten Spiele angucken und kann ihnen sagen, was sie falsch gemacht haben. Zum Beispiel war jetzt eben gerade nicht viel dran zu machen, der hatte eine bessere, schnellere Waffe, ich war schlecht ausgerüstet, taktisch stand nicht richtig, aber es war halt eben nichts zu machen. Doch auch noch ein paar Punkte und ich krieg keine, weil ich wieder zu spät komme, weil ich kein Auto habe. Oh.
super drauf. Ich war auch schon mal besser. Aber man kann ja nicht jeden Tag weg sein. Einfach mal hinterher sprayen, vielleicht trifft man ja. So, ihr seid zwei Mann da hinten. Kriegt er das jetzt hin? Ah, jetzt hüpft er wieder weg. Wieder zurücklaufen, wieder hin. Voll, wenigstens einen erwischt, ja? Und das ist mit dem SVT 40 nicht so einfach. Ja. So. Ja, wenn ich eine ausgeglichene KD noch hinkriege, dann habe ich auch ein gutes Spiel gemacht. Aber wie gesagt, es kommt immer darauf an, ob man am Gewinnen oder am Verlieren ist. Momentan sieht es enger aus. Wir könnten es aber noch schaffen. Da muss ich mal nur ein bisschen am Popo reiben. Dann klappt das auch. Bait-hazy. So, da ist die One-Shot-Karabine drin. Jawohl. Klar. Ist safe, Keule, du brauchst nicht mehr, ich hab schon. Fahr nach vorne, komm, da geht's lang. Los, gib Kante, keep going. Jawohl, ich halte mir jetzt die Scheibe vor sich. Sicht. Mal sehen, ob's hilft. Ah, jetzt wird die C-Line gerade geschlossen, das ist nicht gut. BT7, hingucken, wo man fährt. Jetzt ist natürlich schwierig. Ich muss auf die C-Line rüber. Aber jetzt kann ich gerade nicht. So, wer ist jetzt schneller? C1 oder U1? Das ist jetzt spielentscheidend und ich bin bei keiner Sache mit dabei. Kommt schon, C1. Wie lange haltet ihr das da drüben noch? Wenn wir C1 verlieren, dann müssen wir schnell machen. Ich bin mit C1 einmal gewonnen. Daher so eine Kleinigkeit kann es manchmal entscheiden. Ich bin jetzt nicht schnell genug. Ja. Eine Hundertstel sind sie schneller. Und das ist jetzt schon ganz schön entscheidend. Jetzt müssen wir beeilen. Vorwärts. Die müssen sich jetzt bewegen. Und zwar ganz schnell. Wenn wir jetzt gleich pushen, haben wir es. Die Frage ist, bleibe ich hinten oder gehe ich nach vorn? Ja, Karabiner One-Shot. Damit das gibt. Unten ist die Sniper oben drauf. Also im Prinzip ist das hier bloß ein Rennen um Heavy Set Silber bzw. Gold. Wer als erstes dieses Ding freigeschalten hat, dann ist vorbei. Dann gibt es keine One-Shot-Karabiner mehr. Dann verliert er jedes Duell gegen mich. Jawohl, sehr schön. Ich bin rausgeschossen. So, verteidigen. Oh, da steht irgendwas. Das ist nicht gut. Fest.
Ist er ja mit einer ungefordeten Gewehr, das ist so Wahnsinn, ey. Damit, dass ich überhaupt hier ein paar Leute erschossen kriege, ist reines Wunder. Ja, jetzt, also das ist jetzt auch schon wieder in Ordnung. Heute schwierig auch an Beutewaffen ranzukommen. Jörn, in einem Gebäude, einer hinter mir. Sturmgewehr 44. Da komme ich jetzt nicht raus. Bleibe ich jetzt hier in der Ecke oder nicht? Ganz anderes Gefühl, wenn ich eine bessere Waffe in der Hand habe. Ne? Ja, jetzt werde ich von hinten übermannt. War jetzt klar, ich hätte jetzt reinlaufen müssen. Aber hätte mich auch dahin erschossen, obwohl jetzt sieht es ganz gut aus. Uns erstmal. Das könnte jetzt enge werden. Laufen, 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 laufen. Ja, laufen ist so wunderbar. So, hier haben wir eine Beutewaffe auf. Wir sind ein Scheißdreck. Sah lange Zeit nicht gut aus, aber kaum hat er eine andere Waffe in der Hand, läuft's. Deswegen sage ich ja, wer gewinnen will, immer Beutewaffen aufnehmen. Den hab ich. Jetzt wird's eng. 2 gegen 1. Ja, One-Shot-Karabiner. Hat er wieder Glück. Hat er wieder mehr Glück als Verstand. Ohne Heavy Set, sage ich ja, gewinnst du kein Spiel. Das ist nahezu
unmöglich da, wenn da nicht eine andere welches haben. Sobald du nämlich Heavyset Gold hast, sage ich dir, dann läuft das nicht mehr. Dann fällt auch der Tod um und dann falle ich nicht mehr und jetzt haben wir keine Leute mehr, keine Munition. Ja. Das war's dann. Jetzt könnten wir noch 20 Sekunden warten. Warte ich noch so lange oder nicht? Na, wir haben nichts mehr. Können wir noch warten. Magnus, wir haben gut gespielt, da war nicht viel zu machen. 24-17. Ich sag, was hatte ich zwischenzeitlich sogar 0,045 KD, hatte ich teilweise. Also nicht großartig stark. Ja, und da kommen die 2 Sekunden, die warte ich jetzt noch. Ja, da kann er sagen, dass U1 da clear ist. Sie haben noch 3 Leute, die übrig sind. Und dann war's das. Etwa die Zeit geht jetzt flöten. Oder wir sind alle gleich tot. Was haben wir noch? 2 Leute stehen noch. Na los, kommt. Mach mal Ende hier. Stell dich entgegen. Stell dich im Kampf. Alle warten gespannt auf das Ende. Trommelwirbel! Jawohl, der letzte ergibt sich auch. So, wunderbar, war ein gutes Spiel, war ganz okay. So, was haben wir gekonnt? Jetzt Rang 2. Körperliches Training. Spielerisch war das okay, man hätte noch mehr machen können, wie gesagt, mit der besseren Waffe. Was haben wir jetzt an Credits gekriegt? Das ist das Entscheidende. Was haben wir an Credits gekriegt? Credits. Jetzt, warte mal, wir müssen sie auch schauen. So, warte mal, jetzt mal hier gucken. Wir haben gekriegt nur 5000, aber es war ja auch nicht jetzt das längste Spiel. Haben aber kaum Reparaturkosten gehabt diesmal. Das heißt, wir haben jetzt so um die 5000 plus gemacht. Ja, mit anderen Worten, ich könnte jetzt mal gucken, was ich mir schon für eine neue Waffe kaufe. Man reicht schon für die Tellermine. Ja, komm, brauchen wir nicht so sein. Vorhin waren es auch nicht ganz. Also, nehmen wir es mal so, wie es ist. Die Tellermine. Das kommt mit dem Preis auch ganz gut hin. Soll aber nicht päpstlich sein hier. Und dann haben wir ja auch ungefähr 8000 losgekostet. Gut, dann habe ich beim nächsten Mal Tellermine mit dabei. Beim nächsten Mal geht es weiter mit Tellermine. Das war's.